Der Mond ist aufgegangen und mir werden gleich die ein oder anderen Wunden wieder aufgehen. Alte Wunden, tiefgerissen von Monstern auf der Ishimura. Eine Sache, die nicht oft aufgehen wird, sind die Türen auf dieser Raumstation, denn oft sind sie verschlossen. Hier ist mal eine offen, da werde ich gleich reingehen. Hier haben wir das letzte Mal aufgehört, letzte Woche. Wir sind in Kapitel 6 von 12, also durchaus schon ordentlich weit. Wir sind immer noch auf der Suche nach einem riesigen Mutagen-Monster, das mehr oder weniger diesen Raum, in dem wir uns befinden, komplett ausfüllt. Wir suchen quasi die Quelle und vorher suchen wir auch noch, ja, so komische Mutationen mit den Lungen außen. Sieht total ekelhaft aus, also die würden Germany's Next Topmodel, der würden die keinen Recall kriegen. Und die verpesten hier die ganze Zeit die Luft. Und die muss ich auch noch erledigen. Das sind also eine Menge Sachen, die ich letztes Mal nicht in seiner Gänze geschafft habe. Deswegen hoffe ich, dass wir es heute hinkriegen. Wir haben 90 Minuten, das sieht auf jeden Fall gut aus. Ich nehme an, in das nächste Kapitel werden wir heute noch kommen. So, Sesam, öffne dich, Tür. Ah, und da ist schon einer von diesen Kiemenatmern. Die tun mir nichts, aber sie sind mir fremd. Und der Mensch tötet alles Fremde. Vielleicht hätte er mir noch gute Dienste leisten können. Aber jetzt liegt er tot da nieder. Ih, ist ja auch ekelhaft. Wenn der, also irgendwas ist da falsch. Wenn der Unterarm am Oberschenkel angewachsen ist, da ist irgendwas ganz schief gelaufen. Diese Stase ist super wichtig, habe ich gemerkt. Denn hier kam eben, also letzte Woche, aber eben in meiner Zeitrechnung, ein ultra fieses Megamonster auf mich zugerannt. Und da war ich sehr froh, dass ich meine Stase hatte, um es zu beschleunigen, zu entschleunigen. Oh, ist hier noch irgendwas? Nee, nichts mehr. Teilweise sehr schwer, hier irgendwas zu erkennen in der Dunkelheit. Aber das soll so sein. Kann mir doch keiner erzählen, dass hier jetzt nicht was kommt. Riesenmonster auf dem Weg. Achtung. Doch nicht, scheinbar. Okay, dann folgen wir unserer Hilfslinie. Ah, okay, Ebene 2. Da hört man doch schon. Irgendwas hier rennt doch rum und ächzt sich durch die Gänge. Noch einen hoch, okay. Ah, okay, wir verlieren wieder Luft. Das bedeutet, irgendwo hier ist ein Giftgasspender. Ein bisschen das Gegenteil von einem Wasserspender. Tut mir ja auch leid. Aber warum vergiftest du auch unsere Atemluft? Okay, jetzt wieder runter. Ich liebe diesen GPS-Streifen. Also es ist mit das, was mir am, neben der wunderbaren Waffe und einfach dieser tollen Schussmechanik mit dem Abtrennen von Körperteilen, macht mir, ah, da ist auch noch was, macht mir besonders das richtig viel Freude, ohne Scheiß, das ist einfach eine der coolsten Neuerungen, Änderungen, wie auch immer man sehen will, im Vergleich zu anderen Spielen. Es nimmt mir auch null von der Angst, dass ich weiß, wo ich hin muss. Irgendwas Großes hat die Hülle in der Nähe des Lebensmittellagers gerammt. Das war kein verirrter Asteroid. Das Geräusch kenne ich. Aber es war groß und schwer. Ich melde mich wieder, sobald ich mehr weiß. Ah, ich wusste doch, dass hier irgendwo noch ein Energieknoten sein muss. Große Frage ist, da wo ich gerade langlaufe, soll ich da lang? Soll ich da nicht vielleicht erst später lang? Na gut, wir versuchen es mal. Kann nicht schaden, jetzt schon mal hinzugehen.
Alter, ist ja alles eklig. Hier ist ja nichts hübsch. Riesen-Scheißvieh! Drecksarm! Wo ist deine verwundbare Stelle? Da schieß ich schön drauf jetzt. Kannst du gar nichts machen. Und da auch noch drauf. Oh. 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 Das war jetzt aber echt eine unangenehme Situation für mich. Oh Gott. Hier spricht Temple. Stellvertretender Chief Engineer. Ich kam hier runter, weil ich Dr. Elizabeth Cross suchte, aber sie ist nicht hier. Eigentlich ist überhaupt niemand hier. Nur noch mehr dieser organischen Scheiße. Ich gehe jetzt weiter zum Schürfdeck. Das ist so ziemlich der einzige Ort, an dem ich noch nicht nachgesehen habe. Okay, ich nehme an, hier kommen wir jetzt wieder in ein Areal, wo ich später hin muss, deswegen habe ich jetzt immerhin den Wurm schon mal erledigt. Gott, hat er mich erschreckt. Da habe ich jetzt wirklich nicht mit gerechnet. Ich hätte es eigentlich wissen müssen. Ich wusste, dass nochmal ein Wurm kommt. Aber man weiß ja nie, wann der Wurm kommt. Wann der Wurm zuschlägt. Hätte ich mir denken können, wenn man vorher noch speichern konnte, dass da irgendwas passiert. Aber wenn du denkst, dass du denkst, dann denkst du halt nur, du denkst. Jetzt gehe ich noch einen runter. Puh. Das Spiel raubt einem Lebensjahre. Man wird früher verenden, wenn man dieses Spiel gespielt hat. Okay, jetzt mache ich hier noch so eine kleine... Nee, hab ich doch gemacht. Wenn das meine Mission ist, habe ich sie doch schon erledigt. Wie oft soll ich das Fass noch ersetzen? Komisch. Guck ich doch nochmal in meinen Rig. So richtig Giftkapsel zerstören. Na gut, das ist klar. Das sind die beiden Jungs, die hier irgendwo noch rumliegen. Warum zeigt er mir den an, den anderen nicht? Na gut, da soll ich erstmal hin, das werde ich machen. Aber warum zeigt er mir das nicht an? Das ist schon komisch. Also eigentlich da, wo ich eben schon war... Ah, jetzt funktioniert der Leitstrahl wieder. Okay, machen wir. Das war, glaube ich, Ebene 2. Ja, super. Jetzt machen wir genau das, was ich eben schon gemacht habe. Da war ich einen Schritt voraus. Das habe ich gern. Sollte ich ihn nochmal speichern? Ich mach's auch nur, weil es eben umsonst ist. So. Irgendwelche Items? Nein. Okay, hier wird es jetzt noch ein bisschen kniffliger. Steht das auch noch unter Strom? Da muss ich wahrscheinlich aufpassen. Oh! Ja, da muss ich aufpassen, das ist korrekt.
Ich dachte, da kann ich vielleicht einfach so durch. Hab ein bisschen Glück. Aber da habe ich die Rechnung ohne mein Pech gemacht. Da lang. Moment. Moment. Warum denn schon wieder? Muss ich jetzt echt nochmal runter? Nur damit du dein komisches... Das ist seltsam. Ich habe doch eben noch abgespeichert. Ja gut, okay. Er will aber irgendwie unbedingt, dass ich hier nochmal diese Zuführung aktiviere. Ich mach das mal, nur damit nicht am Ende irgendwas schief läuft. Na, willst du nicht langsam wechseln? Okay, vielleicht muss ich hier die Giftkapsel ändern. So, das hier zum Beispiel. Ah, natürlich, jetzt geht's plötzlich. Okay, also diesmal nicht in die tödlichen Stromstrahlen reinrennen. Ist gemerkt. Stapf, stapf, stapf. Stapf, stapf, stapf. Stapf, stapf, stapf. Stapf da durch den Matsch. Na, endlich. Eintritt Schwerelosigkeit. Boah, das sieht nicht gut aus. Hier könnte ich hin. Nee, da kann ich dann wieder nicht hin. Hier vielleicht. Okay, immerhin. Hier kommt hoffentlich jetzt kein Strom. Kann ich da drauf schießen oder kann ich das verlangsamen? Ja, ich kann es verlangsamen. Super. Jetzt muss ich nur noch einen Weg finden, wie ich da weitergehe. Hier vielleicht? Ist es das? Ah, okay. Okay, 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 okay. Also, das Ding verlangsamen und dann ganz schnell... ganz schnell dahin. So, vielleicht jetzt nochmal verlangsamen. Und dann hier. Hier war doch das Ding. Wo ist es denn? Nicht das, nicht du. Das andere. Scheiße, jetzt muss ich wieder abhauen. Irgendwie gerade die Orientierung verloren. Da wollte ich hin. Och komm, ernsthaft. Jetzt kann ich ja an dem Ding nicht vorbei schießen. Das ist doch kacke. Okay, so, bevor ich da jetzt drauf schieße, wo war denn nochmal jetzt der Eingang? Das ist er doch, oder? Komme ich da? Das ist ganz schön knifflig. Okay, erstmal, ich brauche einen besseren Platz. Ich habe hier wirklich einen ganz miesen Drecksplatz. So, kannst du dich dahin bitte? Nee, es geht nicht. Oh, jetzt habe ich keine Energie mehr. Habe ich denn noch so ein tragbares? Oh, habe ich glaube ich nicht. Oh, das ist ja ärgerlich. Das ist ja ärgerlich. Na gut, da muss ich mich jetzt gleich umbringen. Es sei denn, wo könnte noch so ein Stase-Aufladefeld sein? Habe ich da gerade eins gesehen? Weiß ich nicht. Naja, ich probiere erst nochmal rum, wie ich hier überhaupt reinkommen würde. Auch wenn ich dann wahrscheinlich dabei draufgehe.
Nein, okay, das war ein Fehler. Ist nicht so einfach. Nicht so einfach, okay. Diesmal werde ich denselben Fehler aber nicht nochmal machen. Ich werde einen anderen Fehler machen. Immerhin habe ich das Monster erledigt, sonst würde ich jetzt jedes Mal mich zu Tode erschrecken. Und schneller kann er ja auch nicht durchrennen, weil das alles so stapfige Schleimmasse ist am Boden. Muss man halt kurz warten. Hui, so, jetzt achten wir nochmal drauf, ob wir hier irgendwo vielleicht so ein Stase-Aufladefeld sehen. Nee. Ah, man kann übrigens wohl auch noch diese Hieroglyphen entschlüsseln. Das habe ich jetzt aber nicht gemacht. Aber ich bin sicher, im Chat wird es jetzt findige Leute geben. Ah, da ist so ein Stase-Ding. Super gut, das merke ich mir. Wird es jetzt im Chat Leute geben, die die Übersetzung googeln. Ich glaube, beim New Game Plus kann man das dann auch irgendwie direkt lesen oder so. Aber es ist eh derselbe Kram wie immer. Oh, wir werden euch alle töten. Wir werden euch Menschen mutieren. Wir sind der Marker. Wir sind viel krasser als ihr und viel intelligenter. Irgendwie sowas. Nehme ich jetzt mal an. So, ist hier irgendwo dieser Generator in Schussnähe? Nein. Dann muss ich hier hin, okay. Ah, dieses Abstoßen funktioniert leider nicht hundertprozentig. Vielleicht ist das hier sogar... Okay, ja, hier muss ich hin. Und dann muss ich immer noch einen Weg runterfinden. Da, okay. Och, jetzt komm! Mann! Ja, so. Gott, ich habe so keinen Überblick, wo hier was ist. Ich weiß nur, dass irgendwo eins noch mich töten will. Wo ist das Vieh? Rechts? Ja, okay. Das ist übrigens schön, man kann diese Spikes hier sich auch holen. Und damit den Gegner treffen. Also man kann ihn quasi die Einzelteile abschießen und sie dann mit den Einzelteilen nochmal aufspießen. Das ist eine sehr schöne Idee. Wenn man wenig Munition hat, sehr, sehr hilfreich. War da gerade was? Nee, scheinbar nicht. Okay. Da bist du, ich hab dich doch gehört. Endlich! Jetzt sind sie, glaube ich, weg. Das müssten jetzt alle gewesen sein. Ich dachte gerade, da wäre ein Item, aber nein, es sind doch nur tödliche elektrische Strahlen.
Ja. Hat das doch noch hingehauen. So, erstmal ein bisschen Energie. Habe ich denn noch mehr Energie? Jetzt würde ich gerne noch mal einen nehmen. Nee, großen Medipack, den hebe ich mir auf, den verkaufe ich. Es muss auch so gehen. Ende der Schwerelosigkeit. Nimm doch die Stase. Jawohl. Lässt er sich nicht zweimal sagen. So, hoffentlich kommt jetzt nicht doch nochmal ein Wurm oder irgendwas anderes Schlimmes. Ist da eigentlich vielleicht ein Item drin? Nee, okay. Das haben wir uns jetzt aber auch verdient, das Speichern, finde ich. So, wo ist denn der andere noch? Irgendwo hier ist doch noch einer. Ist der hier, liegt der hier irgendwo unten rum? Ich höre ihn doch sogar. Ah, das gibt's ja nicht. Okay, wie kann man dich... Ah, okay. So wird was draus. Scheiße, okay. Nährstoffhass wird ersetzt. Ich hab's verstanden. Nährstoffhass wird ersetzt. Nährstoffhass wird ersetzt. Was? Hat das nicht geklappt? So eine Scheiße, ich hab das doch gerade richtig gemacht. Nährstoffhass wird ersetzt. So, du bleibst da schön drin. Und du bleibst bitte auf. Und jetzt wird hier schön drauf geschossen. Tot! Das war die letzte, Isaac. Die Atmosphärensteuerung hat einen Schalter, mit dem du das Sauerstoffrecycling neu starten kannst. Sobald die Luft sauber ist, kannst du ins Lebensmittellager. Isaac, ich habe mir diese Berichte durchgelesen. Die Crew fing an, Massenhalluzinationen zu haben und jetzt... Naja, ich dachte eben, ich hätte meinen Bruder auf einem Sicherheitsmonitor gesehen, aber das ist völlig unmöglich. Na, wir sehen ja auch unsere tote Freundin. Okay. Wo müssen wir lang? Da lang. Jetzt haben wir doch ziemlich viel schon erledigt. Allzu sehr müssen wir, glaube ich, hier nicht mehr rumlaufen. Ah, mein Freund, die Kiste hat auf mich gewartet. Viele haben mich verlassen, aber die Kiste, Kisti ist immer da. Da ist Kisti schon wieder. Okay, da ist der Ausgang. Du bist schon tot, nehme ich an. Das soll auch so bleiben. Hier war noch eine Werkbank. Muss man sich aber schon fragen, ob ich die noch brauche? Kurz mal gucken, ob ich irgendwie einen Energieknoten gefunden habe. Ich glaube nicht. Doch, einen habe ich. Gut, dann machen wir doch damit mal das Stase-Modul. Das hat mir gerade schon gute Dienste geleistet. Kann man ruhig die Energie noch ein bisschen erhöhen, damit man mehr von einem Kringel hier hat.
Also es müssten jetzt doch doppelt so viele Schüsse sein. Haben wir gesehen, sehr, sehr wichtig. Eigentlich die einzige unersetzliche Waffe. Isaac, wo bist du? Hilf mir! So, alles wieder rein. Das heißt, jetzt kann ich zum Megamonster. Das müsste hier halt auch irgendwo sein. Mal gucken, Luftfilter aktiviert. Sämtliche Luftschächte werden geflutet. Stickstoff- und Sauerstoffsättigung werden wiederhergestellt. Abschottung des Lebensmittellagers aufgehoben. Logbuch der Hydrostation. Hier spricht Dr. Kraft. Ich kann kaum glauben, was ich hier sehe. Das ist verrückt, total verrückt. Ich werde jetzt zum Schürfdeck gehen. Angeblich kommen alle Überlebenden dorthin. Jacob, ich warte da auf dich. Oh. Ah, hier kann ich das Giftgas reinpacken. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Nichts als Arbeit habt ihr für mich. Oh, das sieht spannend aus. Immerhin habe ich dich, Kopf. Du bist da für mich. Schau mich nicht so an. Eintritt Schwerelosigkeit. Ist da ein Item an dem Arm? Nein. Ich sammle lieber von hier aus schon mal alles ein, denn ich weiß, gleich wird es einen Kampf geben. Und dann werde ich mir all diesen Kram nämlich nicht mehr zu Gemüte führen können. Deswegen mache ich das lieber jetzt schon mal. Ich weiß, hier ist noch viel mehr, aber ich finde gerade nichts. Na gut, okay. Muss reichen. Ach, das ist auch was. Hat gar nicht geblinkt. Krass. Super gut. Schön, dass ich das nochmal versucht habe gerade. Schon tot. Nee, doch nicht. So, wo sind eure verwundbaren Stellen? Jetzt bin ich aber tot, oder? Krass, der hält ja ganz schön was aus. Ich muss eindeutig mehr zielen. Besser zielen. Nein, 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 hör auf! Ich muss gleich Werbung. Aber vorher muss ich wenigstens einen Arm noch abschießen. So viel Zeit muss wirklich sein. Ja! So, da ist der Arm weg und es wächst direkt der nächste nach. Ist ja wie bei der Werbung. Auch da ist die eine Werbung durch und da kommt direkt die nächste. Hilfe, jetzt habe ich Angst. Ihr guckt euch schnell die Werbung an und ich werde sicher sterben. Bis gleich.